Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play The Sims 3. Ja, ist gefühlt auch nur 10.000 Jahre her, dass wir Sims gespielt haben. Also Sims 3 meine ich jetzt. So, ich weiß auch gar nicht mehr, was los ist. Was in der letzten Folge passiert ist, schon mal gar nicht. Aber nun gut. Cleo geht's auf alle Fälle richtig beschissen. Und sie muss einen Check überreichen. Okay. Frank kümmert sich um seine Tochter. Das ist auch noch nachvollziehbar und akzeptabel. Er bringt sie sogar nach oben. Ach, die beiden wollen auch immer noch heiraten, ne? Ach, ja. Stopp, bevor der Wunsch verschwindet. 1000, 2000, 1500, 1000. Nee, da machen wir heiraten rein. So, und Judy? Du kümmerst dich noch um dein... Baby, du bastelst nicht am Auto rum. Hilfe, Fräulein. 4 Stunden trainieren. Machen wir das mal hier. Trainieren, Cardio. Solange dein Kind... Ich hier... Okay, er muss zur Arbeit. Du jetzt aber nicht, oder? Nee, du nicht. Sehr gut. Brunhilda ist auch hier am Werke. Also, warum ist denn die Grafik so Müll? Leute. War die immer schon so Müll? Ist egal. Zur nächsten Folge stelle ich die Grafik mal ein bisschen um. Die Grafik ist echt hässlich. Hä, was ist los? Du siehst aus wie... Was zur Hölle? Ich finde das ja grauenvoll. Was ist denn los mit der Grafik? Oh mein Gott. Ja, Cleo ist fertig. Oh, die Grafik ist ja... Das ist echt grauenvoll. Du siehst ja auch nicht... doch, du siehst auch aus wie eine Kante. Okay, Cleo fühlt sich ein wenig krank, wenn man mit einem kurzen Kleid durch die Gegend rennt. Kein Wunder, so. Nee, sorry, Leute. Optionen. Nee, stopp. Erstmal speichern, bevor ich irgendwas kaputt mache. Vorsichtshalber speichern. So. Und jetzt gucke ich gleich erstmal in die Einstellungen und ich möchte bitte meine Sims so aussehen lassen, dass es nicht aussieht, als ob es irgendwie gerade eine Kante wäre oder sonst irgendwas. Ich meine, gut, Isla Paradiso zieht sehr viel Leistung, gerade wegen diesen ganzen Inseln und den ganzen Tauchplätzen und den Booten und schieß mich tot. Aber, okay, gut, ich müsste dann vielleicht das Wetter ausstellen, was sehr schade wäre. Kantenglättung, je höher die eingestellte ist, desto weicher erscheinen die Kanten. Eine hohe eingestellte wirkt möglicherweise negativ auf die Spielleistung aus. Wir machen niedrig. Nur Spiegel, Wasser reflektiert nicht, das ist gut. Animationsleitung aktiviert, erweitertes Rendering aktivieren, ja. Sichtbare Flächen, sehr detaillierte Grundstücke. 3. Texturdetails mittel. Bitte starte das Spiel neu, nachdem... Okay. Verdammt. Das ist ja Müll. Ja, und da steht auch schon, die Sims 3 funktioniert nicht mehr. Ich hab's kaputt gemacht. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind zurück. Yay. Es geht, es hält sich in Grenzen mit dem Laggen. Hält sich in Grenzen und es sieht nicht mehr nach Müll aus. Das Pferd sieht immer noch ein bisschen müllig aus, sehr, sehr kantig, sehr, sehr
naja, sehr speziell. Aber ich habe gerade rumprobiert und mein PC gibt leider nicht so viel her, wie ich möchte. Das Doofe ist halt, mein PC ist halt eigentlich nicht schlecht, aber irgendwie Sims 3 ist das Spiel, was irgendwie so am meisten zerstört. Das ist halt irgendwie so traurig. Das Spiel ist eigentlich 10-mal älter als die Sims 4. Und trotzdem zerstört das einfach mehr. Also hat es einfach höhere Ansprüche als Sims 4. Und es zerstört auch irgendwie mein PC auch viel krasser als die Sims 4. So, aber da es sich gewünscht wurde, ne? Also ich habe einen Kommentar bekommen mit Sims 3, bitte. Und dann dachte ich mir so, ja, stimmt eigentlich. Schon etwas länger nicht mehr gehabt. Deswegen ist schon okay, deswegen, ne? Aber das ist halt auch einer der Punkte, warum ich Sims 3 nicht so cool finde wie Sims 4. Einfach weil die Anforderungen hier 10-mal höher sind. Aber irgendwie so vom Grundprinzip eigentlich das Spiel dasselbe ist. So. Nur hier hat man, also meiner Meinung nach hat man hier noch ein paar mehr Möglichkeiten, finde ich jetzt, da es viel mehr Erweiterungspacks gibt, zum Beispiel Tiere, die kommen ja erst im November, ne, also erst nächsten Monat. Wobei, warte mal, den wievielten haben wir heute? Wir haben heute den 30. Okay. Wenn ihr das irgendwie am 5. oder am 6. seht, I'm sorry, ich war langsam und faul, ich habe nicht geschnitten, ich habe nicht gerendert, ich habe es nicht hochgeladen, es tut mir leid, es kann sein, dass das Video auch 2 Wochen später kommt. Also nach dem 30. halt. Sprich am 13. oder am 14. wie? Ich habe jetzt nicht gelesen, was er gemacht hat. Musiktheorie studieren. Irgendwas ist gerade passiert, aber ich habe nicht mitbekommen, was. Was haben wir hier? Mit Leonie kuscheln. Ach ja, sie hat schöne Wünsche. So, vor allem so ganz einfache Wünsche. Ein Augenblick. Stirbt hier gerade Bornhilda? Warum stirbt Bornhilda? Sie ist doch... What the fuck? Bornhilda ist... Ich halte fest, Bornhilda ist tot. Bornhilda ist tot und Bornhilda ist auch vor allen Dingen nur ein Skeletthaufen. Bornhilda macht die Spülmaschine auf, Bornhilda kriegt einen Stromschlag, Bornhilda stirbt. Finde den Fehler. Richtig. Brunhilda ist schon tot und sie hat es trotzdem geschafft, nochmal zu sterben. Wuhu! Ist doch jetzt nur Brunhilda, ne? Ist jetzt nichts anderes gestorben. Ne, du lebst noch. Du lebst auch. Nur Brunhilda, ne? Sie ist ein bisschen Matschepatsche jetzt. Brunhilda! Ne, sie ist doch nicht tot. Ja, was ist denn jetzt hier? Hä? Bornhilda? Ach, das juckt die gar nicht. Die hat das einfach gelöscht und macht jetzt weiter. Okay, Bornhilda ist gar nicht tot. Sorry. Falscher Alarm. Ja, du gehst schlafen und Judy, du könntest bitte... Bitte einmal die schmutzigen Windeln wechseln. Wieso kannst du jetzt nicht schlafen gehen? Geh doch schlafen. Ach Mensch, ach Mensch. Ja, wir haben so viel gemeinsam. Ja, auf alle Fälle haben wir das. So. Einfach schlafen gehen. Ah, okay, Judy macht sich auch auf den Weg. Und zwar, um nicht ihr Kind zu wickeln, sondern das von Cleo, weil Cleo schlafen ist. Ja, ne, man muss Prioritäten setzen, ne? Cleo, du bist hier bald das Sternchen am Himmel und dann wird auch langsam Zeit, dass du auf alle Fälle, ne? Ja. Genau, was wollte ich eigentlich sagen? Ich hab's vergessen, egal. Vergessen wir es. So, du gehst jetzt nach unten und trainierst weiter. Bornhilda macht immer noch ihren komischen Kram.
Und der Gute hier ist immer noch arbeiten. So, unsere Leistungen sind natürlich für den Arsch. Aber trotzdem scheint es irgendwie gut zu laufen im Beruf. Ich check die Logik davon nicht. Ach komm, wir stehen einmal noch auf und wir gehen noch einmal schnell ein Singogramm überbringen. Ach ja. Ja, wir brauchen schon... Da, das Geld, das brauchen wir schon. Ne? Na komm, Cleo, hau rein. Und bald die... Was für... Ja, was ist das? Ausgezeichneten Auftritt absolvieren? Ja, nee, momentan nicht. Wir gehen jetzt ein Singogramm überbringen und dann sehen wir zu, dass wir irgendwann mal vielleicht... ich rede schon so, dass ich mich überschlage beim Reden. Und dann sehen wir mal zu, dass wir vielleicht demnächst mal die Hochzeit geplant bekommen. Denn das wäre auch noch so ein Punkt, den ich ganz gerne machen würde. Ja. Ja. Ja doch. So. Wo ist denn das Singogramm? Ach da. Ja, guck mal, sieh mal einer an. Der ist sogar draußen. Dann hat sich das hier auch direkt erledigt. Dann nur hier vorne und zack und fertig. Ja, okay, es ist nach hinten losgegangen. Kriegen wir trotzdem ein bisschen Geld? Bitte? Ah, 12 Simoleons. Geht klar für den Müll, den wir jetzt hier gemacht haben. Ist okay. Na, es ist traurig. Wir hätten normalerweise, glaube ich, 60 oder so bekommen. Das ist schon ein krasser Abzug. Ach ja, ach ja. Was haben wir denn hier? Tofu. Warum haben wir Tofu? Warum zur Hölle haben wir Tofu? So, hier haben wir auch richtig viel Kram. Bornhilda! Geht sie sich um das Kind jetzt kümmern? Kümmerst du dich um das Kind? Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Geh bitte schlafen. So, du kommst nach Hause. Auch sehr gut. Das Erste, was du machst, ist erstmal dann die Kleine ins Bett legen. Und dann gehst du auch schlafen. Und Judy, du... Du bist ja irgendwie noch voll mit dabei. Okay, okay. So, warte mal ganz kurz. Ja doch, die kann ruhig ins Bett. Hau rein. So, und Julie, ne? Fast fertig mit dem Trainieren. Sehr gut. Genau. Oh, Hilfe. So, bring sie ins Bett. Geh selber ins Bett. Und ich warte jetzt eigentlich nur noch hier, bis du fertig bist. Das darf jetzt nicht wahr sein. So, das kann nicht wahr sein. Ey, komm. Flasche geben. Duschen. Reste essen. Okay, dann haben wir, glaube ich, fast alles fertig. Dann gehst du aufs Klo. Und dann gehst du auch schlafen. So, Pferd kümmert sich um sich selbst. Pferd läuft, genau. So, ist von den Zerstörung. Oh, Hilfe, Hilfe. Uch, 4 Stunden trainieren machen wir. Haben wir hier irgendwo Kaufspielzeug? Nicht? Okay. Egal. So, genau. Judy noch voll dabei. So, und die hier oben. Ist das jetzt gerade dein Ernst? Geh doch schlafen. Frank, geh ins Bett. Oh mein Gott. Lurkel. Egal, ich sag dazu jetzt einfach nichts. So, die hier oben schlafen jetzt auf jeden Fall alle. Gut. Bornhilda ist immer noch ein halbes Stück Asche. Okay, gut. Und sie kümmert sich jetzt auch um ihren Kram. Gut, an dieser Stelle bedanke ich mich aber einmal fürs Zusehen. Ich hoffe, ich krieg's noch ein bisschen so hingeschraubt, dass die Grafik noch ein bisschen besser wird. Ich probiere gleich ein bisschen rum. Aber ich glaube tatsächlich nicht. Jo.
Ja, wie gesagt, Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play die Sims 3. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und tschüss.